Für meinen Beckenboden, genau das Richtige. Das schreibt Felix K. zu unserer Praxis auf Google. Zuerst zum Facharzt, danach Beschwerden unter der Gürtellinie auch muskulär und faszial untersuchen. Und eine solche Ergänzung ist sinnvoll. 2023 schreibt das Ärzteblatt, das Deutsche, ein komplexes Zusammenspiel aus inflammatorischen, infektiösen, neuronalen, muskoskeletalen sowie psychosomatischen Faktoren scheint zur Entstehung der chronischen Beckenschmerzen beizutragen. In den verspannten Geweben entstehen Verklebungen, die Schmerzreize auslösen. Es ist dann einfach gesagt wie ein Wadenkrampf, nur nicht in der Wade, sondern im Becken. Die Durchblutung wird gestört, beeinträchtigt die Organe, die Abwehr und damit treten dann auch Funktionsstörungen auf. Beim Wasserlassen, bei der Sexualität, Sitzbeschwerden, gehäufte Infekte wie Blasenentzündung und Pilzerkrankungen treten auf. Und last but not least hat das Ganze dann Auswirkungen auf die Psyche. Mut fassen, Expertinnen mit langjähriger Erfahrung aufzusuchen, kann wirklich helfen.